natürlich. Erweiterung. Jetzt habe ich die falschen wieder drinne. Neu laden. Und jetzt habe ich es richtig. So, verwerfen mit denen erstmal. Und los geht's. Das ist die wunderbare Welt von Elder Scrolls Online. Ein Feuerbrand. Oh, hallo. Geht es euch gut? Ich heiße Lyris. Okay. Lyris befreit mich. Nett. Kampfesmut in euch. Ihr werdet ihn brauchen. Das muss der Kümmerling des Wurfs gewesen sein. Ein Schwert, das gefällt mir sehr gut. Haltet eure Waffe bereit und seid auf der Hut. Dieser Ort ist voller Überraschungen. Im Gegensatz zu Lyris bin ich gar nicht mal so groß. So, das ist das Tutorial und die Einführung hier, wie ich persönlich finde, ja sehr geil gemacht. Es sieht sehr geil aus, die Kerker. Immer in Bewegung bleiben. Genau so sieht's aus, hat schon Bruce Willis gesagt. Und was Bruce Willis sagt, kann ja gar nicht so verkehrt sein. Schließlich ist er Bruce Willis. Oder sehe ich das falsch? Ja, ich gehe ja weiter. Sei mal ganz ruhig da hinten. Ich gehe weiter. So. Zack, zack. Bam. Ballebader Bimborn. Gegner platthauen ist mein Hobby. Boom. Boom hat's gemacht, Junge. Wir können nichts aufnehmen. Haben wir hier irgendwelche Sachen, die wir schön aufnehmen können? Nö. Wie ihr bin ich ein Gefangener an diesem Ort. Ihr müsst mich retten. Und im Gegenzug muss ich euch retten. Einen Moment. Kommt her. Wir müssen reden. Okay, dann wollen wir mal mit ihr reden. Der Prophet, er wird auch hier gefangen gehalten. Es war sehr gefährlich für ihn, mit euch zu sprechen, auch wenn es nur ein kurzer Augenblick gewesen ist. Er muss wohl glauben, dass ihr mir helfen könnt. Natürlich dabei, ihn hier rauszuholen. Glaubt mir, ich kann jede Hilfe brauchen, die ich kriegen kann. Dieser blinde Alte ist die einzige lebende Person, die uns helfen kann, nach Hause zu kommen. Von hier ist es ein weiter Weg nach Tamriel. Diese Tunnel werden uns hoffentlich zu den Türmen der Augen bringen. Dort werden wir die Wächter finden. Weißt du, ich bin im Totenreich, ne? Und statt erstmal zu fragen, Alter, wie nach Tamriel zurück ins Reich der Lebenden? Nein. Wo müssen wir hin? Magische Konstrukte, die Molag Bal erschaffen hat, um seinen Blick in Kalthafen lenken zu können. Die Wächter sind untereinander verbunden. Wenn wir einen vernichten, werden die anderen geblendet. Mit etwas Glück erkaufen wir uns so genug Zeit, um den Propheten zu befreien. Ich habe keine Ahnung. Rohe Gewalt? Wir werden schon einen Weg finden. Das müssen wir. Macht euch auf alles gefasst. Ich bezweifle, dass Molag Bal die Wächter unbewacht gelassen hat. Ach, ich habe so viele Fragen. Nee. Ich bin mir sicher, dass ihr die habt. Und ich werde antworten, so gut ich kann. Er ist ein seltsamer Kerl. Daran besteht kein Zweifel. Aber er ist auch der weiseste Mann, dem ich je begegnet bin. Er sieht Dinge. Die Vergangenheit. Die Zukunft. Ihr seid ganz offensichtlich nicht mehr in Tamriel. Stellt euch den erbärmlichsten, bedrückendsten Ort vor, den ihr je in eurem Leben besucht habt. Das ist ein Paradies im Vergleich zu Kalthafen. Und dazu kommt noch... Nun, das kann man euch nicht schonend beibringen. Ihr seid tot. Ja, merke ich. Ich rede mit dir. Aber die Frage stelle ich jetzt ja. Ich weiß es nicht. Sobald wir den Propheten gerettet haben, kann er euch von den Göttern und dem Reich des Vergessens erzählen. Ich selbst verstehe davon nichts. Schön. Ein Mann namens Manny Marco. Sein Wurmkult führt in Tamriel eine Art Ritual durch. Sie haben euch und jeden anderen hier in diesem Gefängnis dem dädrischen Fürsten Molag Bal geopfert.
Nachdem ihr gestorben seid, ist das, was von euch noch übrig war, hier aufgetaucht. Man nennt euch einen Seelenberaubten. Seelenberaubt? Ist meine Seele nicht hier aufgetaucht? Gute Frage, nächste Frage. Aber naja, gut, dann ist mein Körper wohl am Leben in der Hölle und meine Seele nicht. Das bedeutet, dass ihr ein Sklave seid und den Rest der Ewigkeit hier in Kalthafen verbringen werdet. Guarana Antarktika. Es sei denn natürlich, ihr kommt mit mir. Nein, ich wurde nicht geopfert. Ach so. Der Prophet und ich wurden hierher gebracht, auf die herkömmliche Art und Weise, wenn das auch nur ansatzweise Sinn für euch ergibt. Aber wir sind auch hier gefangen, genau wie ihr. Also, ich bin tot, sie lebt. Verstehen muss ich das nicht? Vielleicht finden wir es ja noch raus. Das wird nicht leicht werden. Dieser Ort steht unter Beobachtung durch magische Konstrukte, die man Wächter nennt. Wir haben keine Chance, wenn es uns nicht gelingt, sie zu blenden. Ich werde euch mehr erzählen, sobald wir dort ankommen. Und wir werden nie dort ankommen, wenn wir uns nicht in Bewegung setzen. Immer in Bewegung bleiben, Baby. Okay. Wir sollten weitergehen. Das sollten wir wohl. Freundlich. Na, leg dich mal mit jemandem in deiner Größe an. Ach, du willst gar nicht kämpfen. Du wolltest bloß töten. Jetzt willst du kämpfen. Er legt sich mit jemandem in seiner Größe an. Bämle mit dir. Sie, also ich nicht. Ich bin aufgestiegen. C. Lieben Magiker, bla bla bla, natürlich. So. Der Gott der Gewalt weiß von eurer Flucht. Eilt euch. Und wir sind ein Templer, das heißt, wir brauchen leider ein bisschen was von allen. Da wir wenig haben, zunächst einmal Magie. Punkte einsetzen. So. Und jetzt geht's nämlich los. Klasse. Zorn der Morgenröte. Freischalten. Wenn Position eurer Schnellleiste abgelegt, bla bla bla. So. Warum sehe ich die Schnellleiste nicht? Das ist die große Frage. Das müssen wir wohl noch einstellen. Tipps im Kampf, bla bla bla. Schnellleiste. Automatisch einblenden. So. Die wollen wir immer drin haben. Dann spielen wir weiter. Und jetzt können wir bald. Ah. Sieht auch alles nett aus. Also ich würde hier wohl einziehen. Geile Gegend, ey. Also wirklich programmtechnisch. Naja, die Macher von Skyrim und so. Die wissen schon, was sie tun. Ist leider nicht ganz erfolgreich geworden, aber welches Spiel neben WoW kann schon bestehen? Der Gott der Intrigen kann jeden Teil Kalthafens sehen. Wir müssen ihn ablenken. Ah, hier haben wir eine Map. Aktuelle Position, Ziel, ist alles da. Gut, aber wir gucken uns natürlich ein bisschen um. Wuhu! Denn ihr seht schon, wir können hier kämpfen. Wir können schon mal ein paar Stufen steigen. Genau. Und vor allen Dingen können wir hier auch schon mal Sachen looten. Was alles für uns mehr als gut ist. Durchsuchen. Rezept. Wir nehmen erstmal alles mit. Es hat keinen Sinn. Wir werden nachher auf, ich denke, Rüstung gehen, aber erstmal nehmen wir alles mit. Da haben wir schon mal einen Zauberstab, aber na, wir werden nicht mit dem Zauberstab kämpfen. Dietriche, sehr wichtig. Wer von euch Elder Scrolls kennt, weiß es, Dietriche immer. Kaltes, klares Wasser. Ja, so viel zu dem Song.
Wasser. Ich sage ja zum Wasser. Ja, wir werden nachher auf Schmied, auf Waffenschmied und. Wow! Da hat er mich aber mal gut. So, ich ihn aber auch. Finde ich gut. Knie, du da Mann. Und dich da werde ich jetzt auch. Schön verbrennen lassen. Gott des Feuers. Was haben wir hier? Korken. Oh. Da können wir uns gleich schon mit ausrüsten. Und zwar funktioniert das wie folgt. Wir gehen auf Inventar mit I. Und ihr seht hier, ist ebenfalls sehr nett gemacht alles. Die Rüstung. Und jetzt kann ich hier direkt gucken. Stufe 19. Stufe 2, 34. Dann nehmen wir die 34. Zack. Rüsten uns damit aus. Und verbessern direkt. Wir sehen direkt unsere Werteverbesserung. Alles. Das ist ein ganz nettes System, will ich mal behaupten. I. Ja. Ach, hier. Ich weiß noch, in Morrowind haben diese Viecher mich tierisch abgenervt. Also tierisch. Aber hier kein Ding. Machen wir fertig. Mal da. Na, 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 nichts. Na gut, wir gehen auch mal langsam weiter. Ich weiß, ja, am liebsten Loot, Loot, Loot. Ich könnte alles weglooten. Räuber saufen Loot. Raub und Mord und Überfall sind gut. So. Ich liebe dieses Ambiente hier einfach schon. Also das ist Wahnsinn. Versucht nicht weiter aufzufallen. Genau, wir töten alles, aber versucht nicht aufzufallen. Auffallen ist böse. Guck mal da, STRG, schleichen. Tot. So tötet man einen Wächter. Schnell, während er geblendet ist, müssen wir zur Zelle des Propheten. Die haben hier auch umdekoriert, dessen bin ich mir hundertprozentig sicher. Natürlich. Rohlederfetzen, da haben wir schon mal schöne Sachen, die wir später vielleicht für unseren Beruf verwenden können. Ah. Sehr schön, sehr schön. Da haben wir gleich eine bessere Hose. Die nehmen wir doch. So. Ja. Dort ist die Zelle des Propheten. Niemand kann meinem Gefängnis Kalthafen entkommen. Herr Marmoras lockere Zunge. Niemand. Tür wird bewacht. So kommen wir nie hinein. Okay. Guck mal, die stehen alle nur rum. Kommen von der Arbeit und haben nichts zu tun. Wo ist sie denn? Müssen wir jetzt mit ihr reden erst? Oh Mann. Ja, komm, kaulen wir. Frauen. Entschuldigung. Bist du jetzt gegen Frauen? Nein. Die Vernichtung des Wächters muss diese Schutzzauber ausgelöst haben. Wir müssen uns einen anderen Weg nach drinnen suchen. Vielleicht kann Cadwell ist der älteste der Seelenberaubten. Nach Jahren der Qual verlieren Seelenberaubte meistens den Verstand und werden wild. Aber Cadwell hat dieses Schicksal nicht ereilt. Er war schon nicht mehr bei Verstand, bevor er Tamriel verließ. Verrückter als eine Kiste voller Frösche, aber völlig harmlos. Ihr werdet sehen.